Wenn du willst, kannst du fröhlich sein, Max. Lächeln. Hey. Was ist denn du für ein dummes Arschloch? Wo sind meine Knarren? Ich will ein schnelles Loch verpassen. Eieieiei, was war da? War gerade irgendwas? Hä? Da war was. Ah, da. Startkarte, was ist das? Ah ja, 409, Peter Gully. Oh, wieder muss man 50 mal J drücken, Escape drücken. Hab ich doch gerade schon. Pick. Schönes Bild. Maxas. Schwein streicheln. Sie ist traurig aus, Mädchen. Füttere Rosa. Mal schauen, ob ich ein paar Kartoffeln für die Sau finde, um sie glücklich zu machen. Hm, schauen wir doch mal. Gibt's ja auch mal andere Quests? Warum habe ich auf... Wo bitte zum Henker ist jetzt meine Karte hin? Ach Spiel, echt, du bist so verglitscht und buggt, das ist ugly. So, wo brauche ich mein Schweinchenfutter? Wo kriegt mein Schweinchenfutter her? Wo Futter? Ich rieche. Hier kocht irgendjemand irgendwas, es riecht kartoffelig irgendwie, ich weiß auch nicht. Warum ich das Gefühl habe, dass hier hinten was ist, weil es ja auf einer Tatsache beruht. Du willst fangen spielen, was? Willst du mich verarschen? Upsa! Seth muss mit seinen Experimenten etwas vorsichtiger sein. Sehe ich auch so. Hä, was ist denn das hier? Was ist denn der Counter? Aha. Wie komme ich hier wieder raus? Aha. Na gut, brauche ich eh nicht aufheben, das Medipack. Ach, da runter. Meine Herren, du. Wer bist denn du? Guten Tag. Hallo, Captain. Nicht aufgeben. Es gibt noch viel zu tun. Hi. Habe ich irgendwas verpasst? Ich will hier raus. Set Slab, okay. Da sind sie, Herr Riese. Wie war meine Schießanlage? Halt die Fresse. Zum Lesen halten. Set Tagebuch. 5. April, was für ein schöner Tag. Die Leute haben mir allerlei Fragen über die Deat Ijud gestellt. Sie versuchen zu verstehen, dass... Sehe ich ein, aber es ist für sie nicht leicht. Ich muss mit ihnen wie mit Kindern reden. Das komplexe, esoterische Auslassen. Die Daat Ijud ist ja eine uralte, mystische Organisation und bestehen länger als die großen Weltreligionen. Wir sind Denker, setzen Mathematik ein und bauen Gerätschaften, um Verbindungen mit Gott zu treten. So was in der Art.
Ich wurde als kleiner Junge eingeschworen und auch ich hatte anfangs Schwierigkeiten, die Daat Ijut wirklich zu verstehen. Nein, wir wollen nicht die Welt kontrollieren. Nein, wir wollen den Planeten nicht mit überlegener Technologie zerstören. Ja, die Daat Ijut sind jedem gegenüber offen, der neugierig ist und Gott erreichen möchte. Aber waren sie nicht Uhrmacher, Herr Roth? Nein, ja, manchmal. Ah, dankeschön. Die Uhrmacher war vor langer Zeit meine Tarnung vor dem Krieg. Tja, nun. Vielleicht verstehen sie doch alles. Irgendwann. Jetzt lockt mich der Schlaf. Dem werde ich mich ergeben. Gut. Achso, schließen, ja. Nee, ich will erstmal Futter für Schweinchen finden, Mann. Es wird mir hier eine Waffe vor die Füße gesetzt. Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Findest? Sie lagen immer richtig. Kantine, ja. Kantine ist doch eine gute Ansage. In der Kantine könnten wir was zu essen finden. Guckt mal. Oh Gott. Ja. Was denn? Das frage ich mich auch. Was? Erdnussbutter? Erdnussbutter. Wow. Mhm. Ich muss irgendwie in die Küche rein. Hey, Captain. Leck mich. Guck, Wiesenau? Nö. Will ich nicht hin. Mhm. Das Brot wäre doch was für die Sau. Absolut bereit, Sir. Halt die Fresse. Bonjour, Kapitän. Ach so. Die Stimme sagt, Sie haben große Schmerzen. Etwas frisst Sie von innen auf. Mhm. Konzeptart. Schön. Wenn die Fehler auch so fehlerfrei wären, wäre das traumhaft. Boah. Mhm. Bon. Mhm. Oh, Sekunde, hier ist noch schon meine Waffe fertig. Wow. Vater Chacous Brief. Paris, 10. November 1946. Mhm. Jetzt. Liebe Maria, nachdem du ausgezogen bist, ist es eins in unserem Haus geworden. Du hast dem Haus Wärmeatmosphäre verliehen, die mit dir ausgezogen zu sein scheinen. Deine Mutter und ich denken die ganze Zeit an dich. Mach dir keine Sorgen. Wir sind glücklich. Und vor allem stolz. Denn du hast so viel vor dir. Es gibt für dich so viel zu sehen, zu lernen. Du musst dich jetzt auf dein Studium konzentrieren. Erzähl uns, wie das Leben in Toulouse so ist. Beschreibe deinen Alltag. Wir wollen alles hören. Hast du die Nachrichten über Germanien gehört? Diese Hanswurst wird bald den Weg vom Fenster sein. Wird bald weg vom Fenster sein. Hei, 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 Deutsch incoming. Die Leute müssen seine Tiraden überdrüssig werden. Ich erwarte, dass er innerhalb eines Jahres Geschichte ist. Ah ja, in Liebe, dein Vater Chacous. Naja. Maria Laurent. Hat jemand eine Ahnung, wo ich Kartoffeln finde? Eigentlich in der Kantine. Ich hasse es wieder rumrennen. Da kommt schon vor mit einem abgefuckten Schuh. Oh, sorry, wenn ich es gerade dafür sage, aber ja. Ach so. Ach, guck mal.
Wir haben doch noch zu essen. So, jetzt gehen wir schon mal zu Schweinchen zurück. Weil die hat Hunger. Nee, da war es nicht. Müssen da lang. Vergiss nicht, dass Seth dich noch untersuchen will. Bethesda, echt. Wozu bezahlt man euch eigentlich Geld? Wenn ihr sowas raushaut. Oh. Der Raum wird doch nicht nur da sein, damit er da ist. Doch, der Raum ist nur da, dass er da ist. Man könnte ja noch einmal herkommen und fix raushauen. Das Spiel ist schon seit keine Ahnung wie lang draußen. Und ihr legt sowas noch auf die Platte. Das ist echt schäbig. Unfassbar, dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Weiß ich doch nicht, das wird mir auch nicht. General Engel zerstört Verstecke amerikanischer Terroristen. Washington. Ja, keine Lust gerade. Warte. Also im Grunde jetzt eigentlich fast schon da, wo ich hin wollte. Aber jetzt machen uns Katz ja noch in das Mikrofon. Nein, ich rasch jetzt ja. Ich mach gleich heute einen Cut. Na, ich hab keinen Nerv mehr. Ja, was blinkt da? Och nö, da hab ich keinen Nerv für. Ernsthaft. Ich will jetzt echt sagen, ich bin im Kreislaufe. Warte, da ging es nicht lang. Wir sind dann hier kommen. Sad Slap, da wollen wir nicht hin. Captain Blaskovic. Fresse. Genau, da geht's zu Pick. War da hier ein Schild zu Pick? Ach, Pick hier. Bist du jetzt zufrieden, Schwein? Gell? Füttere Rosa, so. Und dann machen wir auch einen Cut. Das, nee, ich hab heute, nee, das ist heute. Heute ist ein Tag, da kriegst du die Laune zusammen. Hör mir auf. Trotzdem danke fürs Zuschauen. Ich guck mal, dass wir das mit Dings ein bisschen gefixt kriegen hier, als mit Wolfenstein 2. Das läuft nicht so wirklich richtig flüssig. Das mag zwar jetzt gerade in der Stream- und Aufnahme besser aussehen, aber nee, da hängt es hinten und vorne gerade. Trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Elementen etwas vorsichtiger sein. So, sehr geehrte Herren, ich heiße jetzt willkommen zurück am Stück bei Wolfenstein 2. Wo wir jetzt hier wieder sind, weiß ich nicht. Ja, jetzt geht doch drüber. Bayek wollte ich schon sagen. Ist ja gar nicht der Fall. Wer ist ja gar nicht Bayek? Stimmt, lad mal nach. Okay, mein Gedanke ist, wir haben auch noch keinen Schalldämpfer. Haben wir eigentlich das jetzt mit Schweinchen erledigt? Warte mal, ja drücken. Füttere Rosa. Echt noch nicht? Wie, das Ding hat nicht gespeichert? Oh, fick dich doch. Ach nö, Spiel. Set Slap war's nett. Warte mal. Fuck you. Geh weg, Opa. Ein schönes Zuhause für uns, Caroline. Sie lagen immer richtig. Warte mal, wo hatte ich die gefunden? Waren die nicht hier? Nee, die waren nicht hier. Aber hier irgendwo in der Nähe waren sie. Jetzt müssen wir nochmal hier langlaufen. Mich stört es ein bisschen, dass er sich so. Also, warte mal, ich wollte ja. Genau. Muss ja Overwatch-Maus aktivieren. Das heißt, das Profil von der Maus für Overwatch eigentlich, damit es hier sauber läuft. Auf Wiedersehen? Schnauze. Nein, will nicht spielen. Will ich auch nicht gucken. Mein Freund. Ach, Fresse. Da haben wir Rosa erst gefüttert und habe ich die Dinger irgendwo gefunden. Jetzt weiß ich nicht mehr wo. Nee. Nee. Habe ich überhaupt die Kartoffeln? Extras. Waffen, Vorteile, Schweinchen. Legende. Leitertreppe, ja schön. Da ist aber doch eine Etage tiefer hier irgendwo. Irgendwo war das. Absolut bereit, Sir. Oh, interessiert mich kein Meter. Hier waren wir, okay.
Da geht's da lang, da geht's nirgends hin. Oh, das muss ich wieder suchen. Und ich weiß auch nicht, warum das so doof gespeichert hat, Mann. Cool, ein Scheißhaus. Ist mir egal. Liegt hier was? Können wir dir reden? Nein, du bist scheiße, du bist auch scheiße. Nein, ich habe meine Gehirn dabei zersiebt. Ah, Montre mio. Nee, das sind die Kartoffeln. Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Ist sonst noch was? Nö. Gut, dann führt er mal jetzt Rosa und spielen regulär weiter. Ihre Haare haben sich entbackt, zur Info. Warst du schon bei Seth? Nein, bei Seth Roth war ich noch nicht. Zu dem gehe ich noch. Jetzt muss ich erstmal ein Schweinchen füttern. War hier nicht? Nee, Seth Slab. Hier war doch irgendwo ein Schild mit Schwein. Halt, was war das? Oh. Sie wirken unglücklich, Captain Blasco. Ja, bin ich auch, weil das Spiel verbuggt ist. Wo geht's hier zu Rosa? Ich muss zum Schwein. Max Hass? Max liebt seine Wachsmalstifte. Dann klauen wir die doch einfach. Ach so? Ich dachte, wir fressen ein paar Kekse. Max, Geburtstagskarte. Alles Gute zum Geburtstag, Max. Klaus. Süß. Ach so. Oh, hier muss ich ja noch. Sekunde. Oh, ich hab verniesen müssen. Oh, verdammt, ist ja widerlich. Oh. Ah. Hab ich gemutet? Ich hoff's. Oh Gott. Ich hoffe, ich finde das noch zum Rausschneiden. Ah, Pick. Hier, Rosa. Bist du jetzt zufrieden, Schwein? Füttere Rosa. So, jetzt kommen wir zu Seth Roth. Da bist du nochmal. Ah, nee, das war nicht der andere. Der andere Gitarrenspieler, der. Ich hätte Max niemals mit dem Schweinchen spielen lassen sollen. Wieso? Die Grillparty können wir wohl vergessen. Ach, lass doch die Sau in Ruhe. Wenn das einzige, was er hat, lass ihm doch das Kind. Seth Roth? Ach, da ist er. Ach, die dicke Sigrun-Engel. Ja, genau, Specki. Nee, hab ich nicht. Was jetzt Notizen bezüglich Carolins Motorrüstung? Diese Rüstung, die Caroline trägt. Ich muss zugeben, sie ist überaus faszinierend. Die Details, die Hardware-Kunst, nahezu perfekt in der Ausrüstung. Ein wahrhaft großartiges Beispiel für eine Dart-Issued-Konstruktion. Wenn ich in Carolins Nähe bin, kann ich kaum wegsehen. Tja, wahrscheinlich im 18. Jahrhundert gebaut. Der genaue Zeitpunkt lässt sich schwerlich bestimmen. Als ich klein war, hörte ich in den Geschichten der Älteren davon. Selbst ein Tollpatsch könnte mit ihr zum besten Athleten der Welt werden. Die Ingenieure haben verschlüsselte Nachrichten im Inneren des Anzugs hinterlassen, die ich bereits versucht habe zu entschlüsseln. Bislang ohne Erfolg. Naja, ich werde mich ihnen irgendwann wieder zuwenden, wenn ich Zeit habe. Okay. Sekunde. So, jetzt geht's wieder. Lol, ein Vault-Bildschirm, ich raste aus. Ich bin neugierig. Wie war's? War geil, als ich deine Mutter. Was? Oh, was ist das? J? Was war das jetzt? Keine Ahnung. So, jetzt. Und? Ah, gut gemacht, Junge. Sie haben's einfach drauf. Herr Blaskowitsch. Das ist eine Mikrowelle. Frau Anja? Sie hat nach Ihnen gesucht. Oh, ja. Anja hat Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Sie ist in Carolines Zimmer. Okay. Hier gibt's echt viel zum Lesen. Carolines Notiz. Seth auf ihren Antrag hin. Was? Auf ihre Anfrage hin meine Liste mit möglichen Aufenthaltsorten des Widerstands. Manhattan, der Ort mag eine radioaktive Wüste sein, aber die von Yuna in Paris abgefangenen Informationen besagen, dass das Regime in dem Bereich Verluste erlitten hat, was nur mit der Anwesenheit von Widerstandsgruppen erklärt werden kann. Wo? In Zschrift, sie müssen sich in höher liegenden Bereichen verstecken, um die Strahlung in Bodennähe zu vermeiden. Werde nachforschen. New Orleans, die Name Horton das Huhn, taucht wiederholt in Regimeinformationen aus Paris auf. Wissen, dass NO eine Zone ist, in der das Regime amerikanische Dissidenten und andere unliebsame Elemente ihrer Gesellschaft festhält. Dimitri, Yunas Freund aus dem Pariser Widerstand, hatte eine Verwandte, der zum Widerstand in NO gehören konnte. No.
Appalachen. Darüber ist uns nicht viel bekannt. Das Regime hat mehrere potenzielle Mitglieder des Widerstands in diesem Bereich festgenommen, aber nichts gefunden. Falls es dort Gruppen geben sollte, sind sie möglicherweise gerade inaktiv. Wenn es uns gelingt, eine Revolution in Amerika zu starten, werden sie vielleicht aufwachen und sich uns anschließen. Soweit mein Informationsstand. Genauere Einzelheiten sind natürlich aus den Informationen ersichtlich, die UNA mir beschafft hat. Statten Sie mir einen Besuch ab, wenn Sie mehr wissen möchten. Caroline.